Hallo und herzlich willkommen zurück zu Antwerpen. Wir sind unterwegs zur Militärbasis, gell? Joa. Und zwar haben wir eben ein Video gesehen und da haben wir uns gedacht, das können wir uns nicht gefallen lassen, wenn die Militärbasis so ausgebaut haben. Den Airport. Nein, doch, die Militärbasis. Nee, Airport. Die haben den Airport ausgebaut, gell? Ja. Ja, also die haben das Ding megamäßig ausgebaut und wir wollen das jetzt auch machen. Deswegen fahren wir jetzt sofort mal dahin und gucken uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und dann schauen wir mal, was man alles so sammeln kann. Wenn ihr euch jetzt gerade wundert, warum ihr keine Farbe auf eurem Bild seht, das liegt ganz einfach da dran. Ich habe meine Nachtsicht an. So, jetzt wieder Farbe da, aber jetzt ist es dunkel. Aber so sehen wir mehr. So, auf geht's. Und ich habe immer noch keinen Golfwagen. Ich will jetzt einen Golfwagen. Oder einen Panzer. Oder einen Panzer mit Golfwagen. Oder einen gepanzerten Golfwagen. Kundschaft. Gut, Kundschaft. Ach, sogar direkt vor mir auch noch. Ah. Na, super. Die habe ich alle gar nicht gesehen, dass sie hier neben mir standen. Kundschaft, 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 Kundschaft. So. Ja, obwohl wir eben alle offline waren, ist irgendwie mein Hunger hochgegangen und mein Durst. Es ist immer noch dunkel. Mist. Guten Tag. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist Stoff. Bandages. Die können wir auch sehr gut gebrauchen gerade. Also, wir sind jetzt auf der Militärbasis. Und hier gibt es viel Kundschaft. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wo die Leute das... Nein, wir sind auf dem Airport. Was sage ich denn als... Was ist denn alles mit dieser blöden Militärbasis? Und zwar haben die hier hinten die Hangars. Die, was ist denn die Mehrzahl von Hangar? Hangaren? Hungaren? Weiß nicht. Ich auch gerade nicht. Nun, jedenfalls wollen wir hier mal gucken, ob wir die vielleicht ausbauen können. Die hatten hier riesige... Die haben die Tore hier zugebaut und haben davor Stacheldraht gelegt. Kann man Stacheldraht eigentlich craften? Weiß es nicht. Da müssen wir gleich mal schauen. Was ist das? Militärkugeln oder was? Yeah, Militärkugeln. So, was haben wir hier? Schrauben. Die brauchen wir. Also wir brauchen jetzt erstmal eigentlich alles, was wir so finden können. Was ist denn das? Bessert-Helm. Nee, den brauchen wir nicht. Also man sieht ja, in den Nachtsichtmodus siehst du einfach gar nichts. So sieht man aber auch nichts. Gut, hier gibt es noch eine Dose. Wie tut man denn so einen Schalldämpfer craften? Das war irgendwie zwei Dosen und zwei Dosen Cola, gell? Einfach. Merkt mir das doch nicht. Shells. Ja, zweimal Kohle und zwei Pen über einem Feuer. Also mit dem Feuer craften. Eine Dose habe ich schon mal und Kohle habe ich momentan keine dabei. Aber wir können mal gucken, ob ich noch was skillen kann. Oh, ich habe noch was übrig. Denn ihr könnt auch hier Skills verteilen. Und damit habe ich alles geskillt. Ich habe noch 1300 Punkte übrig.
So, dann düsen wir mal los und ich würde sagen, ich hol mal Holz, dann können wir hier vielleicht Baue gerade eine Kiste. eine Kiste bauen, wollte ich gerade sagen. Auf dem Hangar, aber wegen den Zombies. Ach, da ist noch Kundschaft. Guten Tag. Was haben wir hier? Ein Knapsack. Okay. Tag? Nee. Das ist übrigens ein Militär-Nachtsichtgerät, was ich aufhabe. Und dann wollten wir uns auch heilen. So, heilen war jetzt hier. Close habe ich jetzt da. Close habe ich da. Aber eigentlich könnte ich auch gerade noch mal ein paar. Bandagen noch mal skillen. Jetzt habe ich Rags. Jetzt gibt es Bandages. Und wenn wir die wieder reinlegen, bekommen wir Dressing. Und die sind eigentlich schon ganz gut. Damit kann man schon mal sich gut heilen. Die bringen 53 habe ich jetzt. Die bringen schon mal 20 Punkte ein. Prozent. Punkte. So, und dann werde ich mal mich hier ums Holz kümmern. Das machen wir in der normalen An. Nee, sie war sehr dunkel. Nee, so sehe ich nichts. Ich muss in der Nachtsicht bleiben. Auch wenn es ein bisschen schwarz-weiß aussieht. Bisschen Retro-Style. Ja, super. Ich fange an zu sammeln und jetzt kommt schon kein Space. Die Branches kann man schon mal umwandeln. Warum kann man die Branches eigentlich nicht stapeln? Weiß ich nicht, ich frag den Entwickler. Übrigens kommen jetzt bald wieder neue Updates raus. Wir haben also in den News gelesen, dass die ganzen Objekte, die es hier im Spiel gibt, nochmal überarbeitet werden und eine bessere Struktur bekommen, die wesentlich weniger Polygone enthält. Das heißt, das Spiel wird danach nochmal um einiges besser laufen. Und der Entwickler ist gerade dabei, das zu machen. Ist ja tatsächlich nur ein Entwickler. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr. So, die Branches umbauen in Sticks. Was machst du? Ach so, du hast eine Säge dabei. Ist jetzt Tag? Nee, immer noch nicht. So, die haben in dem Video gesagt, die haben 3 Tage gebraucht, um das Ganze auszubauen. Niemals länger. Ja, noch warten, bis das Holz nachwächst, ne? Ja, wir müssen wahrscheinlich mehrfach den Server neu starten, dass wir wieder Holz bekommen. Aber erstmal alles wegholzen. Ich brauche mehr Platz. Ich muss irgendwo was ablegen. Ich muss erstmal zurücklaufen und ein bisschen was ablegen. Es müsste einen Truck geben, wo irgendwie so Ladekapazität auch drauf ist, so dass du dann bei den Trucks halt was in die Ladefläche legen kannst. So ein Pickup oder so. Ich lege jetzt einfach mal hier auf den Boden, was ich gerade nicht so brauche. Naja, verschiedene Sachen kann man ja auch einfach aufessen.
So, close. So, Duct Tape brauche ich auch nicht mehr. So, jetzt kann ich, glaube ich, wieder losziehen, denn die Holzstämme sind ziemlich schwer, davon kann man nicht so viele tragen. Dann mal schauen, was wir jetzt hier so alles finden. Und weißt du, was hier fehlt? Musik fehlt hier im Spiel. Also im Menü ist ja schon voll die fetzige Musik, aber hier drin im Spiel gibt es einfach gar nichts. Und der nächste Baum. Halt, mit Spitzhacke geht's besser. Ich meine mit Axt. Ich hätte auch mit dem Fahrzeug einfach herausfahren sollen. Das wäre viel praktischer gewesen. Wie laufen. Die stehen ja schon ziemlich weit auseinander. Oh, es ist Tag. Yippie, Tag. Und ich muss erstmal was trinken. Ich habe schon wieder 74%. Und noch einmal auffüllen. So. Dann habe ich schon wieder Hunger. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe gerade eben was gegessen. Kann es sein, dass man durchs Abholzen von dem, also dass man durchs Holzhacken mehr Hunger bekommt? Weiß ich nicht. Da müssen wir auch noch eine Brücke rüberbauen zu der anderen Insel. Holzhacken, Holzhacken. Jetzt eigentlich von Monty Python das Holzhackerlied, also Holzfällerlied. Ja. He's a Lumberjack. Mal gucken, vielleicht tue ich es für irgendeine der nächsten Folgen mal besorgen, das Lied. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht. Darf ich wahrscheinlich nicht einbauen. Wegen Copyright-technischen Gründen. Aber guck doch mal nach, Monty Python Lumberjack. Der Holzfäller. Oder am besten gleich das Video dazu angucken. Ich weiß auch nicht, warum ich meine Säge nicht einfach mal einstecke. Oh, ich bin voll beladen. So, 20 Holzstämme. Machst du eigentlich Grundplatten oder machst du gerade? Noch eine Kiste. Eine habe ich schon. Hä? Warum wirft er es auf den Boden? Ah, ich bin schon wieder vollgeladen. Na, super. Kiste war Plate und Cross, oder? Nee, wurden Frame und Dings.
So, also die Plates nochmal zu Frames machen. Hier haben wir noch zwei. Dann passiert hier immer dieser komische Müll mit dem. Wirst du gerade von Zombies angegriffen da hinten? Nein, ich bin auf dem Dach. Okay. Was machen die denn da? Voll die Versammlung hier. Ja, irgendwie tut sich das Menü noch nicht so richtig sortieren. Ich habe hier immer mehrfach die Bretter einzeln drin liegen. Man kann die irgendwie nicht zusammensetzen. So, jetzt habe ich ja hier noch mal ein Branch. Da gibt noch mal drei Stöcke. Hier ist der eine Stock. Müssen wir nochmal Kreuze machen. So, wir haben hier Wooden Frame und wir haben hier Wooden Cross. Das ergibt jeweils eine Kiste. Mal gucken, wie viel ich bauen kann. Zwei. Zwei Stück ist natürlich nicht so viel. Wie viel hast denn du schon gebaut? Zwei auf dem Hangar. Der einen habe ich meine Waffe und so, weil die zu schwer ist wegen Holz sammeln. So, machen wir noch eine Platte und dann gibt es, glaube ich, noch ein Frame. Ja, es scheitert wieder mal an den Wooden Crosses. Also die lassen sich durch die Stöcke, die man nicht so oft findet, ist es echt schwierig, die zu craften. Ich jetzt noch was rumliegen gehabt? Nee. Wie sehe ich denn jetzt? 14 Kilogramm habe ich. Dann kann ich noch ein bisschen was einladen. Wenn du gleich wieder in die Basis fährst, würde ich gerne mitfahren. Dauert aber noch. Weil ich eben nur noch 7 Kilo gelegt hatte. Da-da-di, hier ist noch ein Bäumchen. Also ich habe immer das Gefühl, ich sammle total viele von diesen Ästen ein, aber wenn du dann irgendwie damit craften tust, dann hast du voll wenig. Oh, jetzt bin ich voll. Ein Reh. Oder ein Hirsch. Dem gebe ich jetzt erstmal Kontra. Du. Und da drüben ist noch einer. Nein! Daneben geschossen. Verdammt. Kann ja nicht wahr sein. Wo bist du? Ja. Keine Munition mehr, oder? Oh nein. Mein Auto schleicht sich ran.
Klick, 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 klick. Habe ich Oh NATO-Munition? Mist. Was? Kannst du ein paar Steine mitnehmen? Ich könnte Steine mitnehmen, aber ich habe keine Axt. Nee, ich kann die nur nicht tragen. Ich habe aber nur noch 1,5 Kilo frei. Ja, nimm ein paar mit, reicht. Aber es ändert sich ja gleich. Ich tue ja gleich. Cannot lift anymore. Wie hast du? Hä? Die Rocks, du hast. Wie zwei oder so. Mal Naja. gucken. Ja, komm, lass zurückfahren. Hey, da ist noch. Achso, du hast keine Muni mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe nur ein Päckchen Munition und das reicht ja nicht aus. Das war irgendwie klar. Der Hangar hat sich umgedreht. Ja, du sitzt drin, da geht das hin. Lol. Warte mal, ich habe eine Idee. Lass uns mal zu zweit machen. Nee. Doch, das ist lustig. Muss ich das verausnahmen? Mach die Holzstämme gleich zu Boards, weil sonst nehmen die so viel Platz. Wenn du das alles extra hast. So, jetzt habe ich 21 Boards. Soll ich die gleich weiter verarbeiten bis Frame? Kannst du machen. So, jetzt habe ich Blade. So, wir haben nicht festgestellt, man kann hier hochlaufen. Hast du die Munition hier hingelegt? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Holz hier hast du schon eigentlich alles, was man braucht. Okay, soll ich hier die Steine reinlegen oder hast du dafür schon eine Kiste? Fang doch hier an, bei der dritten von links. So, Steine, die Rocks kann ich ja auch gerade noch craften, dann kriegen wir da auch Steine draus. Oh, das gibt ja jeweils drei. Oder kann man Lagerfeuer bauen? Und wenn man Scrap Metal reinlegt, bekommt man Nägel. So, mal gucken, hier haben wir Steine. Mit Alt-Größer könnt ihr übrigens den gesamten Stapel ablegen, den ihr in den Händen haltet. Und dann habe ich jetzt noch. Was habe ich denn noch, was schwer ist? Du, die du. Ich glaube, nur meine Waffe ist schwer. Scrap ist 1,25, okay. Bandagen. Mumpeln. Oh, hier sind nochmal Steine. Muss auch gucken, weil hier vorne hatte ich schon Frames drinnen. Platz sparen. Ja, ich Sticks haben. sollte, ja, stimmt, ich sollte hier vorne mal anfangen zu sortieren.
So, wir müssen das hier reinmachen. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, dass wir sagen, dass wir ein kleines Folgenpäuschen machen wollen. Und vielleicht guckt ihr in der nächsten Folge auch zu und schaut, wie wir hier die Basis ausbauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuguckt. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.